Jo, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Wir stehen hier in Bergheim bei einer VPP, was auch immer, irgendwas Grünes mit einem Privatparkplatz, wo man quasi nicht parken darf. Der Roman macht einen Kameraschwenk. Da stehen nämlich die leeren Essenswagerl, da ist nämlich ein Billernau drinnen, ist aber egal. Wir sind heute den dritten Tag in Serie auf Achse. Am 16. haben wir uns den Vizekanzler angeschaut. Gestern haben wir dokumentiert, wie so eine Veranstaltung ausschaut bei den Freiheitlichen. Haben wir uns in die Hand versprechen lassen vom Kickl, dass Platz nach oben ist, dass es besser wird. Wir werden das fürs Archiv festhalten. Sollten Wahlversprechen nicht gegeben werden, werden der Roman und ich einmal mehr alleine, weil ihr ja ohnehin alle auf der Couch sitzt, da bestenfalls unsere Videos in kleiner Zahl guckt, die noch nicht einmal teilt, eh wieder nicht aktiv werden, macht aber nichts. Heute haben wir den 18. November. Wir sind also immer noch mitten im No-No-November. Es ist jetzt um 8. Jetzt ist es so sein, kurz vor 18 Uhr und wir sind heute am Weg zum Braugasthof nach Obertrum. Dort findet nämlich heute zum, weiß ich nicht wie vielten Mal, die Aufarbeitung des Themas WHO-Skandal, WHO-Vertrag, internationale Gesundheitsregeln statt. Ein sehr wichtiges Thema, nachdem der Roman letztens festgehalten hat, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin, der da Flugzettel in der Stadt aufgehängt hat, die auch binnen 2 Stunden wieder entfernt sind. Also ein großes Kino für unsere letzte Generation. Die möchte ich an dieser Stelle gern grüßen. Das, was da aus meinem Mund aussteigt, ist ein bisschen Rauch und der kommt nicht von der Meditationsräucherstäbchen-Zigarette vom Roman, sondern der ist der Tatsache geschuldet, dass wir aktuell gerade, wie gesagt, 18. November, um die 4 Grad haben. Das heißt, wir sind einmal mehr mit Halstuch, mit Jacke und Überjacke unterwegs, um quasi der Hitze zu trotzen. Ich bin die letzten 10 Tage bei niedrigen Temperaturen und sehr viel Regen im Dienst gewesen. Das war unglaublich glücklich. Und ich bedanke mich bei den vielen, vielen, vielen lieben Klimatrotteln, dass die mich jeden Tag daran erinnern, wenn ich so einen Dienst tue, dass ich eigentlich schon längst vertrocknet, verstorben und weg bin. Sei es wie sei, wir nehmen heute mit CryptoTV einmal mehr den journalistischen Auftrag wahr, nachdem die Systemmedien, zum Beispiel der ORF, das Thema WHO-Vertrag bis dato meines Erachtens noch gar nicht behandelt hat, stattdessen aber letzthin quasi einfach eine Umfrage ein bisschen verändert hat. Es war natürlich ein technisches Gebrechen und kein Gedanke dahinter. Trotzdem hat man die stimmenstärkste Partei dieser Umfrage, nämlich die FPÖ, einfach zu einer blauen ÖVP umetikettiert und hat dann auf Platz 3 oder so die abgeschwachte türkise, einstmals schwarze ÖVP eingereiht. Das heißt, der geneigte ORF-Seher hat jetzt kurz vor Einführung der Haushaltsabgabe im Staatspropagandasender einfach die Option, sich zu entscheiden zwischen der blauen ÖVP oder der türkisen ÖVP. Gemeinsam werden sie auf alle Fälle viele, viele, viele Stimmen bekommen und über 50% vielleicht sogar landen. Der ORF macht es möglich, wie so vieles andere auch. Ja, zur heutigen Location. Wir befinden uns, weil Österreich ja, wie wir auch gestern wieder gesehen haben, ohne Alkohol und hoch die Krügeln einfach nicht kann. Heute im Braugasthof Siegel von der gleichnamigen Siegelbrauerei in Obertrum. Im Braugewölbe gegenüber findet zeitgleich eine Ü30-Party statt. Wenn wir die Zeit finden, was ich nicht glaube, weil ich heute auch gleich nach dem Vortrag wieder in den Dienst muss, wäre sicher lustig zu schauen, wo mehr Publikum ist. Meine persönliche Vermutung ist natürlich beim WHO-Vortrag, aber das werden wir uns jetzt einfach anschauen. Und weil hier quasi Privatparkplatz ist und zur Widerhandlung quasi eine Besitzstörungsklage nach sich zieht, bin ich jetzt einmal mehr raus und der Roman steigt dann ein mit
ganz, 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 ganz viel Liebe, mindestens einer Bauermeditation und natürlich einem Wegbeten der aktuellen Probleme, weil nur so geht's richtig, wenn wir dann in Siegels Braugasthof sind und uns den Vortrag von Dr. Brunner von der MFG und dem Professor Dr. Dr. Sönigsten zum WHO-Skandal anschauen. Wir werden es dokumentieren, dranbleiben. Dankeschön, Baba. Schaut böse aus. Nein, das schaut nicht böse aus. Das ist das Tattoo-Studio von der Niki. Die hat früher im Bund fürs Leben gearbeitet. Das ist auf Reinen von mir. Und dann nehme ich mir natürlich quasi zwei mit. Dann haben wir da Infomaterial. Wir sind jetzt im Braugasthof eingelangt. Und werden schon wieder mit... Man dokumentiert, wenn man nie wieder selbstverliebt quasselt. Okay. Da sieht man mal, was da für eine Auslage gibt erst. Naja, die Hälfte da ist natürlich zum regionalen, kulturellen Angebot. Wir haben jetzt hier quasi den Anmeldungs- und Ankündigungszettel für die heutige Veranstaltung. Wohlgemerkt, sie findet von 19 bis 22 Uhr statt. Einlass ist dann ab 19.30 Uhr. Ich bemerke an dieser Stelle, einmal mit Profis arbeiten wäre mein sehnlichster Wunsch. Aber ja. Er wird mir wahrscheinlich ewig verwehrt bleiben, weil ich ja in einem, wie schon erwähnt, armseligen Österreich lebe. In der alten Normalität wie in der neuen. So, da haben wir jetzt einen Kabinen-Einsatzsaal, WC-Küche. In die Küche wollen wir nicht. MFG hat einmal quasi einen Werbeaufsteller hingestellt. Dann schauen wir halt einmal, ob wir da irgendwo richtig sind. Ja, da sind wir heute. Ja, da gibt es einen wunderschönen Empfang. Hast. Grüß dich, hi. Nein, kriege ich nur 12 jeweils. Du kriegst von uns 25, weil ich zahle dafür 2. Und der Klaus ist ein bisschen vorausgesetzt. Perfekt. Ich hab da nur ausreichend. Naja, schau, wie ausmessen? 20, 25. Wieder großes Programm auflagern, ne? Ja, ja. So wie immer halt. Geht's um das Kindeswohl? Also gleich vormerken, der 29.11. Dann nehmen wir uns natürlich auch gleich so ein Ding mit. Das ist ein großes damit wir diese ein bisschen unters Volk bringen. Perfekt. Ich habe euch eh schon Plätze vorne reserviert. Cool. Sehr gut, sehr gut. Passt. Kleiner Korrekturtipp auf eurer Ankündigung der Veranstaltung heute. Steht bei Einlass ab 19.30 Uhr. Das ist der Link. Ja, das ist die Veranstaltung. Das wissen wir, das ist einziges Mal passiert, den haben wir eigentlich auf Zeiten da, aber der ist bei der letzten Ankündigung nochmal rausgekommen. Das war so tragisch. Aber wir haben sie gedacht, vielleicht auch noch laufen. Hauptsache die Leute sind früh genug da. Ja. So, da haben wir auch noch was. Ja, das ist halt wieder das Thema, was wir heute haben, gell? Könnt ihr sehen. Hallo. Super. Wir sind in den heiligen Hallen angekommen, haben wir dann den Rednerpult. Ja, für genug Plätze ist er doch gesorgt worden. Ja, sagen wir mal, wären ausreichend. So, somit. Da nimmst du einen Anleiner an mit, den kannst du dann daheim noch einscannen, damit die geneigten Seher, also alle 25 bis 100, inklusive der Feinseher von diversen Diensten, nachlesen können, was hier so an Werbung entstanden ist. Also es geht da einmal ums Kindeswohl. Einmal Kindeswohl groß, mit Information hinten drauf. Dann geht es um das Krisensicherheitsgesetz. Wir haben da in unserem Video Remember, Remember, the 15th of November vor über einem Jahr schon einen
Hinweis drauf gemacht. Er ist wie gewohnt relativ still, versickert im trockenen Boden. Ihr wisst, Dürre, wir werden alle sterben. Und ja, es ist wenig gemacht worden. Ich freue mich, dass da doch ein großer Saal und viel Infomaterial ist. Die Erwartungshaltung, dass die Bevölkerung, abgesehen davon, dass sie sich diesen Vortrag heute anschaut und bestenfalls dieses Volksbegehren unterschreibt, eher mal klein ansehe. Aber wie gesagt, das ist natürlich mein Aluhut tragendes, rechtsextremes, wissenschaftsfeindliches und sonstiges persönliches Weltbild, sprich meine persönliche Meinung, noch inzwischen bald 4 Jahren Irrsinns. Tja, Bonbons gibt's jetzt auch. Da kann man sich das Leben versüßen, wenn die Themen bei der MFG zu schwer werden. Naja, die Themen der MFG sind ja gut aufgegriffen. Die Themen des alltäglichen Lebens, hätte ich gesagt, sind das Problem. Weil wir ja, wie gesagt, in einem sehr armseligen, Grund- und Freiheitsrechte aushöhlenden, Neutralität und Verfassung beugenden, wahldemokratischen Land leben. Aber ja. Das ist aber krass. Jetzt frage ich nämlich, ob es was zum Hinzufügen gibt, sonst verweisen wir jetzt auf das nächste Video, wo es dann den Vortrag von der MFG sein könnt, oder? Das ist nicht das Nachfolgende in der Mediathek oder in der Videobeschreibung unter diesem Video verlinkt. Also ich verweise einfach generell Romans Videos schauen. Ich denke, sie sind ganz informativ. Abgesehen von meinem selbstverliebten Geplapper schauen wir immer, dass wir einen breiten Bogen der jeweils aktuellen Themen spannen. Wir dokumentieren das Ganze mit Datum. Dankeschön. Wir dokumentieren das Ganze mit Datum. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ein bisschen eine Archivierung für die Nachwelt. Also falls noch der letzten Generation, die jetzt mit Kartoffelpü und Ketchup spült, dem Bildungs- und Altersstandard entsprechend, vielleicht doch irgendwann noch Nachkommen auf dieser Welt leben, die sie dann fragen können, zum wiederholten Male, wie konnten die damals nur so doof sein? Und es würde mich natürlich freuen, wenn diese Videos nicht nur etwas zahlreicher gesehen, sondern vielleicht auch ein bisschen geteilt und verbreitet würde, weil während der Roman und ich es als Aufgabe sehen, möglichst viel unterwegs zu sein und das zu dokumentieren und uns auch bis an den Rand der Legalität und manchmal vielleicht sogar darüber hinaus für eine bessere Welt einzusetzen, hätten wir ganz viele Menschen in diesem Land, die aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht schon in Pension sind, Zeit hätten, da im Netz ein bisschen aktiv zu sein. Wir hätten vielleicht den einen oder anderen, der sich's finanziell leisten könnte, ein bisschen zu unterstützen, was Banner und Sonstiges angeht. Und ja, wir hätten vielleicht auch den einen oder anderen Nachahmer, aber wie gesagt, meine Hoffnung ist da relativ gering, aber es wäre trotzdem schön, wenn diesem Beispiel einfach gefolgt würde, die Videos geteilt würden und sich vielleicht auch jemand findet, der sagt, ey, da gibt es so ein Volksbegehren, das unterschreibe, oder hey, ich kann auch mal einen Flugzettel ausdrucken und kopieren und im Freundes- und Bekanntenkreis oder vielleicht sogar im öffentlichen Raum, zum Beispiel am Infoboard eines Supermarktes, an einer Straßenlaterne oder ähnlichem aufhängen, einfach damit die breite Masse, die wie heute schon erwähnt vom ORF und den restlichen Systemmedien nicht informiert wird, vielleicht einfach draufkommen, dass es da im Hintergrund erneut Tendenzen gibt, die zu verhindern wären, wenn man seine Selbstbestimmung und seine Freiheit behalten will. Und dass es vielleicht, nachdem, glaube ich, keiner mehr einen Lockdown haben will, weil er ja vermeintlich jetzt für alle vorbei ist, der Covid-Wahnsinn, vielleicht doch dafür achtet, dass Herr Tedros, zu dem wir, wie gesagt, noch ein gesondertes Video machen werden, vielleicht mal nicht die totalitäre Kontrolle übernimmt und entscheiden kann, was zukünftig dazu führt, dass man irgendwelche Verordnungen
über nationale Interessen hinweg macht. Ja, und damit habe ich jetzt einmal mehr ganz viel Liebe, genug selbstverliebt geplaudert, und wir übergeben dann das Wort an Dr. Brunner und Professor Dr. Sönissen. So weit, so gut. Auf bald. Ja, was mein hübsches Gesicht noch nicht gesehen habt, seid, bitte hier Vorlag Pracht. Und weiter geht's bei Herrn Dr. Brunner im nächsten Video. Ciao, ciao. Bevor der Vortrag jetzt in 20 Minuten anfängt, haben wir noch bei eine Buchempfehlung. Die Angst und die Lügenpandemie von Andreas Sönigsen. Also, es gibt auch Kooperationen, wie es ausschaut. Oder zumindest eine Zusammenarbeit in gewissen Punkten. Da beginnt dann der Vortrag. Elvis holt sich einen Lesestoff. Zeig mal das Büchlein. Elvis ich von Herrn Sönigsen. Model, oder? Hat der Herr Sönigsen geschrieben? Ich habe mich auch schon mal begleitet vor Gericht, Herrn Sönigsen, wo er freigesprochen ist. Das Video kann ich ja auch unten verlinken. Ich wende inzwischen mal, damit der Leser im Klappentext hinten sehen kann, um was es geht. Ja, also dann inhalierst du einmal. Sicher nicht schlecht. Danke für Ihren Einsatz. Ich muss nämlich mit dem da Räucherstäbchen anzünden. Das habe ich schon hinter mir. Wir haben aber trotzdem den Zeit- und Sauerstoff bis angeben. Ja, für die. Wir müssen es kalt, sage ich da ganz offen und ehrlich. So, eine Minute noch, dann machen wir weiter. Wenn ihr auf den Knopf drückt, muss er rechnen, der braucht 3 bis 4 Sekunden, bis er dann auch wirklich reagiert. Alles klar, alles klar. Action! So, eine Tasche voller Verteilgoodies werden wir demnächst machen. Oh, man sieht, die Autos sind schon wieder nass, es regnet wieder, es ist immer noch kalt, wir kommen aber gerade aus dem Warmen. Und im Hintergrund hört man Ray Charles, von mir durchaus geschätzt, gute Musik, bei der vorhin im Intro erwähnten Ü30-Party. Ich vermute mal, da waren mehr als 100 Leute oder sind noch mehr als 100 Leute. In diesem Sinne sind der Roman und ich jetzt raus und wir sagen gute Nacht, armselige Österreich.